Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wollte mal zeigen, mein ganzes Zubehör, alles wartet auf das neue Tesla Modell M3 Long Range, was jetzt endgültig in der letzten Septemberwoche kommen soll. Ja, ich hoffe, dass das wirklich jetzt klappt. Hab echt keinen Bock mehr zu warten. Übrigens hier dieses Reifenreparaturset mit der Tesla-Tasche, das gab es vor einem Jahr lange nicht mehr im Shop. Jetzt gibt es das zurzeit wieder. Ich habe damals 80 Euro bezahlt. Inzwischen kostet es, glaube ich, 85 oder so. Also ein bisschen teurer geworden, aber es halt steht wieder zur Verfügung. Ja, dann habe ich die Pedale, diese Bleche hier. Dann habe ich mir noch, weil das neue Fahrzeug rot sein wird, paar kleine Ventilkappen in Rot besorgt. Und das hier ist natürlich auch ein wichtiges Zubehör. In dem Beutel sind die anderen drei drin, diese Pads oder keine Ahnung, wie man die nennt, um das Auto vernünftig aufbocken zu können, ohne die Batterie zu beschädigen. Das ist schon relativ wichtig. Ja, diese Schalen hier habe ich original bei Tesla gekauft. Das war eigentlich ein Fehler, muss ich sagen, weil die hier ist für die Mittelarmlehne und die hat hier vorne kein Loch für den 12-Volt-Anschluss. Das ist ein bisschen blöd, also das muss ich nochmal irgendwie ändern. Ja, für den vorderen Bereich ist okay. Achso, und die Sitzbezüge hier, die sind aus Leder. Die habe ich mir mal besorgt, weil auf Plastik dauerhaft zu sitzen, finde ich nicht so toll. Auch wenn es vegan ist, muss ich nicht haben. Kann ich nicht so gut. Ach ja, und hier haben wir noch so ein paar Teppiche. Schon richtig eingestaubt, weil die liegen hier schon ein halbes Jahr fast rum. Naja, also. 23. bis 30. September soll es soweit sein. Ich hoffe, das klappt. Also, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.